Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch mal zeigen den Vergleich zwischen Topaz Photo AI, also die neue Version, die jetzt rausgekommen ist, also die finale Version, und im Gegensatz dazu halt Topaz Sharpen AI, die Noise AI und ja, Gigapixel, das bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob wir das uns auch anschauen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal runter auf den Desktop und schauen uns mal ein paar Bildchen an. Okay, also bis gleich. Ja, wir sind hier auf dem Desktop. Wie ihr seht, haben wir hier ein Eichhörnchen. Mach mal die Infos an hier. Wir haben hier, was haben wir hier für ein ISO? 6400 ISO. Ich zoome mal eben ran. Also hier seht ihr das Rauschen. Ich werde jetzt hier an den Bildern nichts bearbeiten. Wir gehen jetzt direkt mal gleich rein. Und zwar, Moment, ich weiß jetzt gar nicht, wie das war hier, Datei. Konnte man doch auch hier kopieren, Dateien. Ja, jetzt müsste man wissen, wie das virtuelle Kopie anlegen. Machen wir das mal. So, also wie gesagt, 6400 ISO. Ich schicke das jetzt direkt mal nach Topaz Photo AI. Wir schauen mal, was er daraus macht. Wir werden jetzt nur das Rauschen entfernen. Also was mir aufgefallen ist bei der neueren Version, das dauert um einiges länger als vorher. Also der scheint da wohl mehr zu bearbeiten. Also der Algorithmus, der braucht da wohl ein bisschen länger. Seht's mir nach, ich bin leider krank. Ich hoffe, es fällt nicht ganz so stark auf. Und ich muss mich hoffentlich nicht ganz so viel räuspern und so. Ja, also hier haben wir das Entrauschte. Ja, wie ihr seht, Medium hat er angewendet. Nur Remove Noise. Und sonst haben wir hier nichts gemacht. Schicken das jetzt zurück nach Lightroom. Und werden jetzt gleiche Datei bin ich End. Jetzt hier, das ist das, was er gemacht. Ich habe da eine virtuelle Kopie angelegt. Wohl, also das ist sie hier. Genau, das ist das Entrauschte und das ist hier halt jetzt noch. Also schicken wir das jetzt auch mal nach Denoise, ohne irgendwas zu bearbeiten. Machen hier auch alles auf Standard. Geht alles auf Standard. Also wie ihr seht, das geht hier wesentlich schneller. Ja, macht hier natürlich auch nur das Rauschen entfernen. So, und jetzt werden wir die zwei Dateien mal vergleichen. So, das uns jetzt mal anschauen. Auch von der Schärfe her. Ich kann da jetzt so nicht wirklich direkten Unterschied erkennen. Gehen wir mal hier auf die Füßchen runter.
Ich würde sagen, da hat auch Photo AI einen guten Job gemacht. Bei 6400 ISO ist das also vollkommen in Ordnung. Gut, hätten wir das, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück auf die Datei und werden diese jetzt hier nur mit Sharpen AI bearbeiten. Obwohl, nee, das ist Quatsch. Quatsch. Das ist jetzt die Noise-Datei. Wenn wir die jetzt nochmal nach Sharpen AI schicken und danach machen wir das gleiche nochmal und machen dann beides in Photo AI. Genauso machen wir das. Ich werde jetzt hier auch ganz normal Standard verwenden. Ja, werde hier sonst nichts machen. Natürlich noch das Subjekt. Lass mal ihn noch erkennen. Er ist okay, mit dem Schwanz ist nicht ganz so tragisch. Können wir so lassen. So, das ist jetzt die fertige Datei. Die können wir jetzt hier auch erstmal löschen. Datenträger löschen. Das ist die RAW-Datei. Die schicken wir jetzt nochmal nach Photo AI. Und da werden wir jetzt auch schärfen. Dauert jetzt, wie gesagt, ein bisschen länger hier. Was wir hier jetzt natürlich auch haben, wir können das Subjekt zwar nicht richtig maskieren, so wie wir das von Sharpen AI kennen, halt selber mit dem Pinsel malen, sondern wir haben hier halt die Möglichkeit, den Bereich etwas zu vergrößern und zu verkleinern. Ich zeige das euch jetzt gleich mal kurz. Der ist jetzt fertig. Ja, wenn ich jetzt erstmal schauen wir mal, was er erkannt hat. Also den Schwanz hat er jetzt nicht erkannt. Wenn ich jetzt hier auf Refine gehe, gehen wir hier mal mit. Ja, dann kann ich jetzt hier halt mit dem Regler, ihr seht, das natürlich verändern. Aber wir haben hier nicht die Möglichkeit, wie bei Sharpen AI selber mit dem Pinsel zu malen. Ja, wir lassen den jetzt noch mal ganz kurz rendern und jetzt werden wir nur noch Sharpen AI, also Sharpen, nicht AI, in Photo AI aktivieren und schauen uns dann mal den Vergleich an. So, der ist fertig. Lassen das alles, wie gesagt, auf Standard. Und dann schauen wir uns das mal an. So, mal schauen hier. Das, aha. Einmal bearbeitet. Das ist das mit Denoise und Sharpen. Und auf die andere Seite kommt dann halt so, das haben wir schon nur rangezoomt. Ja, genau. Also wie gesagt, hier haben wir jetzt Photo AI auf der linken Seite und Sharpen AI oder auch nicht. Ja, das war, denke ich mal, voll für den Arsch. Ja, also
Also eins von beiden ist jetzt das oder ist das. Ach, einmal mit Profis arbeiten. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was was ist. Ist okay. Also, Cut. Nein, wir raus. Gut, also. So, jetzt werden wir halt, wie gesagt, die Kopie, die schicken wir nach Foto-AI, werden da sharpen und die Noise machen. Starten wir direkt. Also die Kopie ist Foto-AI. Werden hier auch alles auf Standard lassen. Also der wird jetzt hier nur entrauschen und danach aktiviere ich noch Sharpen. Dann schauen wir mal, was er daraus macht. Bei 6400 ISO sagt der Medium. Dominanzrauschen. Das Rauschen hat er jetzt entfernt. Jetzt mache ich noch Sharpen mit rein. Geht alles wie gesagt sonst auf Automatik. Werde das abspeichern. So, machen wir dann mal 2 Sterne Bewertung rein, damit wir da nicht durcheinander kommen. Und werden jetzt hier die Originaldatei in die neu schicken. Da, wie gesagt, auch alles komplett auf Standard. Geht da ruckzuck. Werden diese Datei jetzt noch nach Sharpen AI schicken. Da, wie gesagt, auch alles auf Standard. Werde da nichts ändern. Mache jetzt hier eine Bewertung mit 4 Sternen. Und jetzt werden wir Foto AI mit 2 Sternen und mit den 4 Sternen haben wir dann Sharpen AI und die Noise. Da schauen wir direkt mal. Gerade hier mit den Haaren. Ja, also da seht ihr schon, mit Sharpen AI und die Noise haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Schärfe in den Haaren. Allerdings auch schon ein paar kleine Artefakte, würde ich sagen. Und das ist schon ein bisschen zu aggressiv mit der Schärfe. Ja, hier geht's noch. Ja, also wenn man das hier sich mal anschaut. Das schon nicht mehr ganz so schön aus. Ja, also wie gesagt, Standardeinstellung. Ja, das Auge. Das ist relativ gleich. Auch die Nuss. Relativ gleich. Haare kommen hier allerdings natürlich ein bisschen schöner raus. Ja, gerade diese kleinen Haaren. Haare. Haaren. Schauen wir mal auf die Pfote. Also das Rauschen ist bei beiden komplett weg.
Also hier ist die Schärfe natürlich etwas mehr als hier. Obwohl das schon fast in der Unschärfe hier liegt. Also muss ich sagen, mit den Standardeinstellungen gefällt mir, was Foto AI gemacht hat, eigentlich besser. Ja, ich finde das hier schon ein bisschen zu viel. Okay, haben wir das jetzt gesehen? Ja, also wie gesagt, Foto AI finde ich das Ergebnis doch ein bisschen besser, auch wenn die Schärfe bei den kleinen Haaren nicht ganz so gut rauskommt. Allerdings werde ich jetzt das Original nochmals bearbeiten. Die Noise. Die Noise, da mache ich sowieso nicht wirklich viel was. Hier werde ich allerdings das Sharpen rausnehmen. Abspeichern. Dann schicken wir das Ganze nochmal nach Sharpen AI. So, jetzt werde ich hier natürlich Standard lassen. Und dann Noise werden wir hier rausnehmen und das werden wir mal auf 15 reduzieren. Das sieht schon besser aus, würde ich behaupten. Ja, das ist aber eigentlich in Ordnung. Dann können wir das überschicken. Das wäre jetzt so meine Bearbeitung in den zwei Programmen. Ja, hier machen wir jetzt mal die drei rein. Und das werden wir jetzt dann noch mal vergleichen mit der Version von Photo AI. So. Ja, so ungefähr. Ja, also hier sind jetzt auch die Haare wesentlich besser ausgezeichnet hier. Nicht mehr ganz so viele Artefakte. Sieht schon wesentlich besser aus, würde ich behaupten. Ja, wie sieht es hier mit den Haaren aus? Ich würde sagen, jetzt mit dem modifizierten Bild von mir, was ich in Sharpen AI und die Noise bearbeitet habe, ist das ungefähr auf gleichem Niveau, würde ich mal sagen. Also das Rauschen ist bei beiden kein Problem. Da schauen wir jetzt hier die Foto nochmal. Weil die war ja eben doch um einige schärfer. Sieht wesentlich besser aus jetzt. Ja, also ein Ticken schärfer ist das hier. Aber nur minimal. Also ich würde sagen, Foto AI macht schon wirklich einen ziemlich guten Job. Jetzt für die Vollversion. Auch wenn wir uns hier mal den Felsen anschauen. Ein Ticken schärfer als das hier, was ich jetzt selber noch mal bearbeitet habe. Also ich muss sagen, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich will jetzt hier noch mal die Originaldatei neben. Ja, jetzt habe ich beides hier reingehauen. Das ist Quatsch. So. Jetzt mal schauen, wie das mit den Farben aussieht.
Also Farbveränderung haben wir hier auch nicht. Klar, dass das jetzt hier natürlich verrauscht ist. Also das sieht auch in Ordnung aus. Und das gleiche schauen wir uns jetzt nochmal der Bearbeitung an. Mit Denoise und Sharpen AI. Auch da haben wir keine Farbverschiebung. Also das sieht wirklich ziemlich gut aus. Ja, ich habe jetzt schon einige Zeit mit dem Photo AI gearbeitet. Gehen mal wieder nach oben. Wie gesagt, schon einige Zeit mit dem Programm gearbeitet und natürlich mit den drei Programmen vorher natürlich auch intensiv. Und ich muss sagen, für diese kurze Entwicklungszeit, die jetzt dahinter steckt, aber es heißt kurz, die haben da natürlich drauf aufgebaut mit ihren drei Programmen, die die schon hatten, finde ich das gar nicht so schlecht. Allerdings hat das natürlich auch Einschränkungen. Gerade bei Photo AI habt ihr nicht die Möglichkeit, das Subjekt richtig auszumaskieren. Geht, sage ich mal, zu 80-85% könnt ihr da schon relativ gut ausmaskieren. Allerdings klappt das nicht immer. Ihr habt es eben gesehen, als ich das nicht rausgeschnitten habe, weil ich einiges Fachbild habe in dem Video. Aber falls nicht, er hat da doch seine Probleme, das dann halt richtig auszumaskieren. Ich weiß jetzt nicht, wie der offizielle Preis ist, aber ich glaube irgendwas mit 100 und noch was. Muss man sich halt überlegen, ob man jetzt halt das Komplettpaket nimmt. Ja, also dieses Photo AI, wo man, sage ich mal in Anführungszeichen, nicht so viele Möglichkeiten hat wie bei Sharpen AI, Denoise AI und Gigapixel AI. Da habt ihr halt wirklich wesentlich mehr Möglichkeiten, um sowas wirklich haarklein einzustellen, so dass ihr damit zufrieden seid. Ihr habt zwar in Photo AI auch gewisse Möglichkeiten, aber doch schon einiges an Einschränkungen. Müsst ihr dann halt für euch selber entscheiden, was euch wichtiger ist. Ich sage mal, wenn ihr halt auch Wildlife-Fotos macht, da ist halt immer ziemlich viel Rauschen mit im Spiel. Das kann man halt nicht wirklich immer verhindern. Gerade wenn man nicht so lichtstarke Objektive hat, die ihre 20.000 Euro kosten. Dann muss man halt da schon, sage ich mal, in einer Software investieren, wo man das Rauschen mit eliminieren kann. Das funktioniert mit Photo AI natürlich auch. Rauschen, sage ich mal, wunderbar. Schärfen, da fehlt mir das gewisse etwas. Also halt die Mehrfunktionen, die mir Sharpen AI bietet. Das gleiche gilt für Gigapixel. Ja, also da habe ich auch das Gefühl, dass das noch ein Ticken besser ist. Aber ich sag mal, für ein Programm, um schneller damit abarbeiten, Daten abarbeiten zu können, was jetzt auch nicht mehr so schnell ist, sage ich mal, ist das auf jeden Fall eine Investition wert. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn ihr euch jetzt das Dreierpaket kaufen würdet, ob ihr dann das Photo AI noch gratis dazu bekommen würdet. Weiß ich nicht, glaube ich fast nicht. Aber wenn, könnte man das so machen. Ja, ansonsten müsst ihr halt selber entscheiden, was für euch wichtig ist. Das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.